So Leute, was geht ab? Ihr wolltet die Krankenhaus-Story. Und ja, es gibt einen Superheld im Marvel-Universe, der seine Maske trägt, weil er seit einem Ereignis im Krankenhaus scheiße aussieht, ne? Ihr kennt ihn alle. Und ja, was soll ich sagen? Nein, kleiner Scherz, mir geht's natürlich gut. Ich sehe immer noch gleich scheiße aus wie früher. Ja, wie ihr seht, ich bin eigentlich wieder da, nahezu wieder eigentlich komplett gesund, naja, ein bisschen erkältet bin ich immer noch. Aber was soll's? Ja, ich weiß, das lasse ich jetzt fürs Mitleid drin. Ich weiß nicht, was ich alles in diesen Videos vor Hintergrundbilder, Musik oder was für ein Zeug ich reinnehmen soll. Deswegen habt ihr hier Bananen und zwei GIFs von Deadpool, die euch jetzt zu Tode nerven werden, weil ich euch darauf hinweise. Auf jeden Fall, es ging los. Es war Samstag auf Sonntagnacht. Es war 2 Uhr. Ich habe Fernsehen geschaut. Und dann habe ich langsam starke Schmerzen in der Brust bekommen. Also wie so ein Drücken. Dann wurde 3 Uhr. Die Schmerzen wurden schlimmer. Und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr selten bis nie zum Arzt geht oder auch einen aufsucht oder auch Probleme hat mit so Schmerzen oder irgendetwas. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich dann um 3 ins Bett, weil ich gedacht habe, ey, du schläfst es weg. Ne? Also ihr kennt es ja alle, ne? Man hat bedrohliche Beschwerden, was macht man? Man schläft sie weg. Ne? So behandle ich normal alles. Leg mich ins Bett und dann im Bett, shit, es ist im Liegen noch schlimmer. Okay, dann habe ich versucht zu liegen, ging nicht. Position geändert, ging nicht. Position geändert, ging nicht. Okay, bisschen in der Wohnung hin und her gerannt. Wurde nicht besser. Langsam hat sich der Moment eingestellt, wo auch ich mir etwas Sorgen gemacht habe, weil ich weiß, Brust, Herz, bin zwar noch etwas jung dafür, aber man weiß ja nie. Dann habe ich meine Mutter angerufen. Danke schon mal dafür, Mutter, weil meine Mutter arbeitet als Arzthelferin. Ich weiß, es war 3 Uhr nachts und ja, ich wusste, sie wird sicher abnehmen und mir wahrscheinlich einen Tipp geben können oder sagen können, was ich tun soll. Sie hat mir dann so eine Nummer gegeben, wo ich angerufen habe bei irgendeinem Arzt. Der Arzt hat dann quasi eine Ferndiagnose gemacht, die ich selbst durchgeführt habe. Und ich sag mal so, es ist vielleicht möglich, dass ich den guten Mann geweckt habe. Also vielleicht habe ich das auch rausgehört am Telefon. Und er hat wahrscheinlich nicht so Bock vorbeizukommen, was er vielleicht hätte tun sollen. Auf jeden Fall hat der gute Mann mir gesagt, ich soll eine spezielle Schmerzmittel nehmen in einer bestimmten Menge. Ich will hier keine Werbung machen. Und ja, ich habe sowas auch nicht zu Hause rumliegen. Dann habe ich gesagt, alles klar. Dann hat er gemeint, wenn es in der Stunde nicht besser ist, dann soll ich nochmal mich bei melden. Dann ruft er einen Krankenwagen. Okay. Dann nochmal meine Mutter angerufen. Meine Mutter ist ein sehr toller Mensch. Sie ist dann Gott sei Dank zu mir gefahren mit dem besagten Medikament. Das habe ich eingenommen. Und dann, als meine Mutter da war, hat sie eigentlich schon gemerkt, ja, mir geht's nicht so fresh. Und da hat sie gesagt, komm, scheiß drauf, sie fährt mich jetzt ins Krankenhaus. Selber fahren können hätte ich nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat sie es auch vorbeigebracht und ich habe das Medikament nicht geholt. Da hat sie mich ins Krankenhaus gefahren. Danke nochmal dafür, Mama, wenn du das Video siehst, wahrscheinlich nicht. Und im Krankenhaus dann bin ich quasi in diese, nennen wir es mal, Notaufnahme gegangen. Nein, so würde ich es nicht nennen. Ich bin da in Gang gekommen, wo ich warten musste, weil ich meine, nachts um 3 muss man natürlich auch warten im Krankenhaus. Ne? Da wird man nicht davor verschont. Auf jeden Fall habe ich es dann geschafft, dass eine Ärztin zu mir kam und sich das angeschaut hat. Mehr oder weniger, die haben EKG gemacht fürs Herz und gesagt, ja, alles super läuft, sieht gut aus. Und dann haben sie angefangen zu überlegen, an was es liegen könnte, zu spekulieren. Sie war die ganze Zeit festen Überzeugung, es kommt vom Magen, die Ärztin. Ich selber hatte keine Ahnung. Sie hat mich halt gefragt, was ich getan habe und so. Ich habe absolut nichts getan, ich war unproduktiv wie immer. Ich saß da und habe Fernsehen geschaut. Und ja, dann haben sie mir so ein bisschen Schmerzmittel gegeben. Oh, so ein Magenschutz heißt es. Über so eine Infusion am Arm habe ich das reingekriegt. Alles easy gewesen, muss die ganze Zeit da liegen, auch wegen EKG. Ein bisschen mühsam, weil es im Liegen eben, wie gesagt, schlimmer war. Dann ging es ein bisschen besser, dann kam ich auf ein Zimmer. Nach einer Zeit wurde es dann wieder schlimmer. Dann wurde die Ärztin wieder verständigt. Und dann hier, okay, noch mehr Schmerzmittel gegeben. Wurde nicht besser. Bob liegt da, denkt, er stirbt langsam, weil es sich angefühlt hat, als würden 1000 Leute auf seine Brust drücken.
Dann habe ich noch mehr Schmerzmittel gekriegt. Danach habe ich noch mal, also diese, die habe ich alle über so eine Infusion gekriegt eben. Und da habe ich noch mal so ein Shotglas gekriegt, auch mit Schmerzmittel, auch weggeäxt. Wird immer noch nicht besser. Und dann haben sie gesagt, sie geben noch mal Schmerzmittel. Und das war eigentlich so ziemlich die oberste Grenze an Schmerzmittel, wo ich vertragen konnte überhaupt. Und das haben sie mir dann auch noch mal gegeben, über den Arm wieder. Und dann war der Moment, in dem es von den Schmerzen her ging. Also es war dann nicht gut, aber es ging. Aber es tat wirklich unglaublich weh. Wie auch immer. Danach ging es halbwegs. Ich habe so Sauerstoff in die Nase gekriegt. Dann lag ich halt im Krankenhaus. Ganz einfach. Dann habe ich da geatmet. Dann bin ich dann in ein Zimmer gebracht worden später. Und dann habe ich eigentlich den Sonntag in diesem Krankenhauszimmer verbracht. Ich natürlich ewig nicht in einem Krankenhaus gewesen. Schon gar nicht als Patient. Geschweige denn bei einem Arzt wirklich. Warte natürlich darauf, dass mich irgendjemand informiert, ne, aber nicht hier bei uns irgendwie so. Also, an der Stelle möchte ich kurz sagen, ich bin allen Leuten, die in einem Krankenhaus oder an so einer Stelle arbeiten, sehr, sehr dankbar und ich verstehe das, das kommt einem selber wahrscheinlich einfach immer nur sehr schlimm vor, dass man nicht informiert wird und so, aber ich finde es toll, was ihr da macht, dass ihr da alle arbeitet. Ihr seid sehr wichtige Menschen, auch wenn es, also wenn ihr denkt, ich mache die Leute jetzt fertig, das ist nicht der Fall. Ich erzähle es einfach ein bisschen lustiger aus meiner Sicht. Auf jeden Fall den ganzen Tag über nichts passiert, also mehr oder weniger. Dann kam irgendwann so ein Pfleger rein, der mir immer wieder irgendwie so einen neuen, so einen riesen Tropf da oder sowas gegeben. Dazu gleich noch mehr. Und irgendwann kam natürlich noch jemand und hat gesagt, eben, wir sollten die Magenspiegelung machen. Und hat mir so ein Wisch hingelegt mit so allem Schlimmen, was passieren kann. Ne? Du als unerfahrener Mensch, als junger Mensch, kriegst du dieses Blatt in die Hand. Und da steht natürlich einfach alles Schlimme drin, was passieren kann. Er liest dieses Ding durch und es sieht aus, als wollten sie dich von innen nach außen schlachten. Aber es sind natürlich alles Dinge, die natürlich so gut wie nie passieren. Trotzdem ist man ein bisschen geschockt und denkt man sich, okay, ich kam jetzt hier frisch an, ich warte mal, bis irgendein Arzt mit mir redet, weil die Leute wissen da alle nicht Bescheid. Der ganze Tag vergeht mehr oder weniger. Kein Arzt kommt. Und ja, dann dachte ich mir so langsam, okay, gut. Abends um 9 circa, ich glaube es war 9, ich habe nicht genau auf die Uhr geschaut, kam dann plötzlich meine Ärztin, hat sich da so hingesetzt zu mir und hat so gesagt, also ich weiß ja, wie es gerade aussieht. Ich so, nein, ich weiß gar nichts, mit mir hat noch kein Mensch geredet. Hat sie gesagt, okay, dann hole ich mal die Akte, dann hat sie die Akte geholt, das grob erklärt. Und was sie dann vorhaben, am nächsten Tag zu machen. Also sie wollten irgendwie nochmal irgendwie einen Ultraschall vom Herz machen, von meinem Magen. Und eben die Magenspiegelung wäre relativ wichtig. Die hat es auch, also die hat ein bisschen komisch bedrückt gewirkt. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Auf jeden Fall hat es nicht geschafft, so die Magenspiegelung so gut zu verkaufen, nachdem ich diesen Wisch da gelesen hatte und den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatte, als diesen Wisch des Todes zu lesen, in dem einfach nur drin stand, was schlimm ist. Dazu stand noch so ein geiles Bild drauf, wie es da steht. Ja, entweder durch den Mund oder durch die Nase wird dieses Ding eingeführt. Und ich denke mir so, geil. Auf jeden Fall kam dann später nachts, also ich nehme an, also die Ärztin, die mich nachts aufgenommen hat, die hatte ziemlich sicher Nachtschicht, ne? Ich bin Genie. Die kam dann in der zweiten Nacht wieder, ich nehme an, als ihre Schicht losging. Und die hat auch nochmal kurz mit mir geredet. Und die hat mir nochmal erklärt, dass das mit der Magenspiegelung eigentlich recht wichtig und sinnvoll ist und dass ich da eigentlich keine Angst davor haben muss. Das ist ein relativ normaler Routineeingriff. Und jetzt dann irgendwie ein bisschen geschafft, mir davor also dieses Bedenken oder diesen Skrupel zu nehmen. Da habe ich den Wisch unterschrieben. Okay, dann war natürlich irgendwann bin ich wieder pennen gegangen. Ich habe da nichts anderes getan den ganzen Tag als zu pennen und zu trinken und ein bisschen was zu essen. Dann am nächsten Morgen stehe ich auf. Und man steht mal im Krankenhaus auf um 7, wenn die zum ersten Mal einfach reinrennen, ne? Weil man hat eh dieses Infusionsding im Arm, was unangenehm ist. Man liegt auf dem Rücken und ich bin Bauchschläfer, ich kann auf dem Rücken nicht schlafen. Dann liegt man auf dem Rücken, hat dieses Ding im Arm, kann sich nicht bewegen, fühlt sich mega kaputt, ist noch ein bisschen erkältet. Und ja, um 7 Uhr morgens brettert dann irgendjemand immer in dieses Zimmer rein. Und dann denke ich mir, alles klar, dann nehme ich mir erstmal einen Schluck Wasser. Dann kommen sie zu mir und sagen sie so, hier, Herr Bob, Sie haben die Magenspiegelung abgelehnt. Ich so, nein, ich habe sie angenommen. Nachdem irgendwann um 11 Uhr oder so meine Ärztin bei mir vorbeigekommen ist und mir das gut erklärt hat. Ah, okay, dann müssen Sie nüchtern bleiben, weil man darf 2 Stunden vor der Magenspiegelung nichts essen oder trinken.
Und ja, gut, dachte ich mir, alles klar, morgens um 7, ne? Das heißt 2 Stunden, das heißt, geh mal ein bisschen Spielraum, das heißt so in 3 Stunden oder so wird es passieren. Ich war ziemlich nervös, ich hatte noch nie irgendetwas, wo ich irgendwie eine Narkose oder sowas gekriegt habe oder irgend so etwas oder im Krankenhaus war ich auch schon lange nicht mehr. Und ja, ist normal, dass man da, glaube ich, ein bisschen nervös ist und verunsichert. Vor allem, ja, weil so wenig Leute da mit einem reden. Auf jeden Fall, dann war 11 und es ist immer noch nichts passiert. Dann war 12 und es ist immer noch nichts passiert. War ich mir langsam unsicher, ist vielleicht schon passiert und ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil ich betäubt war. Das wäre natürlich das Beste gewesen. Aber das war leider auch nicht der Fall. Und dann um 2 Uhr am Mittag, also ich habe immer noch nichts gegessen und getrunken und ich war krank und ich hatte den Durst des Todes. Die ganze Zeit nichts getrunken, verdammte Scheiße. Dann kommt am Abend, oder nicht am Abend, da kommt um 2 Uhr mittags, kommt so die Ärztin rein, die machen so, haben so ihre Visite oder so gemacht. Oder ich weiß nicht, oder sie war gerade auf Rundgang. Und dann meint sie so, ja, sie muss mal schauen, ob das mit der Magenspiegelung heute noch klappt, weil sie eigentlich dachten, ich mache das nicht, verständlicherweise, weil ich den ganzen Wisch natürlich nicht unterschrieben habe, verstehe ich. War ich nicht so am Morgen eingeplant. Das verstehe ich, ne, das akzeptiere ich. Und, aber sie weiß jetzt eben nicht genau, ob sie jetzt noch heute stattfindet oder erst morgen. Habe ich ihr gesagt, es wäre sehr nice, wenn sie das rausfinden würde, weil ich wirklich unglaublich gerne einfach nur etwas trinken würde. Dann hat sie gesagt, ja, sie versucht es rauszufinden und gibt ihr Bescheid. Aber ich habe mir natürlich auch gedacht, ja, wenn sie jetzt da ihre Visite macht, dann wird sie das jetzt nicht gleich direkt herausfinden, sondern wahrscheinlich auch wieder frühestens in einer Stunde oder so. Mit dem im Hinterkopf habe ich halt weiter gewartet. Dann um 15 Uhr irgendwann kam dann plötzlich jemand rein, ein Pfleger, ein sehr netter und freundlicher Pfleger. Und meinte so, Herr Bob, es geht los. Ich so, alles klar. Ich hatte keine Informationen gekriegt, aber dann hieß es einfach, es geht los. Dann hat er mich runtergeschrieben und dieser Pfleger, der mich da runtergeschoben hat, der hat mir wirklich, glaube ich, die meiste Angst vor dem Scheiß genommen, weil der hat gemeint, ja, er hatte das vor 2 Jahren hier und er meint, das ist total geil, so müsste auch eine Zahnarztbehandlung sein. Das ist wirklich einfach so, bam. Im Prinzip, man schläft ein, wacht auf und das Ding ist fertig. Und letzten Endes war es dann auch genauso. Also man ist da runter, kurz ein bisschen mit denen geredet. Und dann hat sie mir die Arzthelferin, hat mir das Zeug gespritzt, was auch immer es war. Und einfach, bam, es hat sich angefühlt, als würden 1000 Tonnen meinen Kopf in dieses Kissen drücken. Watz, und ich war weg. Ich schlaf, brauche nochmal ewig zum Einschlafen. Und dann wacht man wieder auf und dann fühlt man sich so ein bisschen vergewaltigt, ne? Hals tut einem weh. Und irgendwie natürlich die Sonne dadurch gejagt. Aber tut nicht wirklich weh, beziehungsweise es fühlt sich einfach ein bisschen betäubt noch an. Fühlt sich komisch an beim Schlucken ein bisschen. Und nach 10 Minuten ist eigentlich alles wieder top. Einfach wirklich tolle Untersuchung. Wenn es jemand von euch machen muss, der braucht ihr absolut keine Angst davor haben. War wirklich total easy. Die haben nichts gefunden. Dann wurde an dem Tag noch mein Magen im Ultraschall angeschaut und mein Herz. Auch bei beidem wieder nichts gefunden. Sah alles gut aus. Sprich, die Ärzte haben nicht wirklich was Sinnvolles gefunden. Sie haben eine leichte Schleimhautentzündung im Magen gefunden und entzündete Gallenblase ein bisschen. Es kann aber alles eigentlich nicht das auslösen, was ich da hatte. Die waren auch schon die ganze Zeit ein bisschen, haben sich schon die ganze Zeit ein bisschen gefragt, wieso, was, warum. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Danach, also diese Info, dass sie nicht wirklich was Sinnvolles gefunden haben, die habe ich gekriegt, als ich so aus diesem halbkomatösen Zustand aufgewacht bin oder aus diesem komatösen Zustand aufgewacht bin bei der Magenspiegelung. Die haben auch gesagt, sie haben nichts gefunden. Und dann wusste ich auch wieder, okay, sie haben nichts gefunden. Aber Arzt zu mir kam an dem Tag keiner mehr. Ne, es war ja schon 3, ne? Feierabend um 4, ey. Leute, als ob da noch jemand vorbeikommt und mir Bescheid sagt. Ich natürlich dann wieder aufs Zimmer gebracht worden und eigentlich den ganzen Abend gewartet, dass mir jemand Bescheid sagt, weil ich natürlich auch nach Hause gehen wollte. Ne? Ich wollte ja, mein Ziel ist ja nicht im Krankenhaus zu bleiben. Da habe ich gedacht, alles klar, mach schon noch eine Nacht damit. Im Verlauf von diesem Montag ist jetzt allerdings auch noch passiert, Auftritt Rippchen. Rippchen war mein Zimmergenosse in diesem Zimmer. Also am Anfang bin ich alleine ins Zimmer gekommen. Und irgendwann kam dann Rippchen dazu. Ja, diesen Rippchen hier habe ich selbst gezeichnet und der kommt sehr nah ans Original. Rippchen war circa 1,75 groß und hat 105 Kilo gewogen, circa. Und ich nenne ihn Rippchen, weil er gebrochene Rippen hatte. Und zwar 3 laut den Ärzten und 4 laut seiner eigenen Diagnose.
Rippchen war schon ein sehr geiler Charakter gewesen, hat es mir eigentlich ziemlich viel leichter gemacht, also dass ich, es war eigentlich ziemlich lustig für mich, einfach nur beim Zuzuhören zwischen ihm und den Ärzten, weil Rippchen ist so ein typischer Patient gewesen, der alles besser wusste als die Ärzte. Und das ist einfach saugeil, wenn ihr daneben liegt und ihr seht einfach im Gesicht von dem Arzt, dass er ihm kein Wort glaubt. Fand ich sehr lustig, ne? Und ja, Rippchen hat die Rippen sich gebrochen, scheinbar durchs Husten. Also es kann scheinbar passieren. Ich weiß nicht, aber das sollte so der Moment sein, an dem man sagt, ich höre auf zu rauchen, wenn einem vom Husten die Rippen brechen. Muss er wissen, soll er wissen. Alles in Ordnung, ich will nicht verurteilen. Ich baue nur in die Geschichte ein, weil Rippchen ein sehr lustiger Charakter war. Rippchen ist auch ein Charakter, der mehr Geräusche macht, als ich Körperfunktion habe. Es ist unglaublich, wenn Rippchen nur da liegt, da macht er 5000 Geräusche in seinem Körper und seine Bewegung. So grauenvoll, ich hasse sowas. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn er sich bewegt hat, hat er natürlich auch diese Geräusche und dieses Geächte gemacht. Natürlich, wenn ihm die Rippen gebrochen sind, ist ja schön und gut. Auf jeden Fall, das war halt einfach so. Dann ging auch die Diskussion zwischen Rippchen und der Ärztin los. Weil Rippchen wollte unbedingt Schlafmedikamente für die Nacht. Ich dachte mir so, what the fuck? Er kommt einfach her und sagt, er hat die Rippen sich am Anfang vom Jahr gebrochen. Es ist bis jetzt noch nicht geheilt. Ich meine, ja, November ist easy, ne? Da macht man sich ja auch keine Gedanken mal dazwischen. Und da im Krankenhaus hat er Schlafmittel gekriegt, weil sonst kann er nicht schlafen, wenn er keine Schlaftabletten kriegt. Die Ärztin hat natürlich gesagt, sie will ihm keine starken Schlaftabletten geben, die abhängig machen können oder sowas. Das findet sie nicht gut. Sie gibt ihm so ein bisschen was anderes, um ihn zu beruhigen. Rippchen, nein, ich brauche die Schlaftabletten, sonst kann ich nicht schlafen. Ende des Liedes, die Ärztin hat gewonnen und er hat keine Schlaftabletten gekriegt, die sind so verblieben. Wenn er nicht schlafen kann, kann er ja trotzdem am Abend dann nochmal Bescheid sagen. Und im Rück Blick, denke ich mir so, das war clever von der Ärztin, weil am Abend niemals Ärzte gesichtet wurden von mir in diesem Krankenhaus. Auf jeden Fall, also zumindest nicht in den Zimmern. Auf jeden Fall, Ende vom Lied war, dass Rippchen ab Punkt 6 Uhr abends permanent ins Einschlafen verfallen ist. Also Rippchen hat eigentlich die ganze Zeit über immer wieder gepennt, während der Fernseher geschaut hat. Und ich denke mir, genau, du brauchst Schlaftabletten, mein Freund. Rippchen hat allerdings schon geschnarcht, während er noch wach war. Denn Rippchen ist einer der einzigen Menschen, die schnarchen, während sie wach sind. Auf jeden Fall, gemischt mit diesen Geräuschen und diesem Schnarchen schon allein in seinem Wachzustand, habe ich mir gedacht, gut, Bob, geh schon mal vor zu diesen Pflegerinnen. Also, es war ja Montagabend, alle Tests waren eigentlich schon durch. Mir ging es eigentlich gut. Ich durfte eigentlich noch nicht laufen wegen den Medikamenten. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich nicht wirklich darauf angesprungen bin, dass es mir schwindelig oder so ging. Dann bin ich vorher zu diesen zuständigen Leuten, wo da halt sind auf der Station, und hab gesagt, ja, ihr habt doch sicher solche Stopfen für die Ohren. Hat sie gemeint, ja, bringt sie mir heute Abend beim Rundgang mit. Da hab ich mir gedacht, okay, alles klar, easy. Weil mir war schon klar, dass Rippchen wahrscheinlich auch nachts sehr, sehr laut sein wird. Und ich habe ein sehr großes Problem damit einzuschlafen. Das Problem wird größer mit einer Nadel in meinem Arm oder einer Kanüle oder einem Schlauch mehr oder weniger. Und wenn ich auf dem Rücken liegen muss, zusätzlich gleichzeitig ich noch permanent am Husten bin und neben mir Rippchen Geräusche machen ist. Ja, ich habe dann von dieser Helferin natürlich Gott sei Dank diese Stöpselchen bekommen, habe mich dann aber aufgrund der Lärmbelästigung, die ich auch durch diese Dinger gehört habe, entschieden und es mir recht fit ging und ich eigentlich sehr spät nochmal schlafen gehe, habe ich noch bis 2 Uhr nachts Fernsehen geschaut. Danach habe ich gedacht, okay, alles klar, geh ich mal pennen. Dann habe ich mich um 2 Uhr nachts pennen gelegt. Wie gesagt, morgens wird man Punkt 7 wieder geweckt, wenn sie ins Zimmer reincrashen. Kommt der Pfleger rein, na, haben sie gut geschlafen alle. Und dann natürlich Rippchen haut raus. Der Herr Bob hat sehr gut geschlafen. Ich so, aber ich nicht. Und ich denke mir so, was ist los mit dir, mein Freund? Du hast seit 6 permanent immer wieder gepennt und seit circa halb 10 durchgängig bis zum nächsten Tag einfach durchgeratzt. Aber ja, ich habe gut geschlafen in den 5 Stunden, das hat er sicher mitbekommen. Wie auch immer, ich habe da dazu nichts gesagt, ich fand es einfach nur sehr lustig. Und ja, das ist wirklich toll gewesen, Rippchen zuzuhören, während er den Ärzten erzählt, was die Ärzte anscheinend nicht wissen. Und dann auch so dieses Gespräch einmal so, der Arzt, ja, aber hier steht noch in ihrer Akte, dass ihr Husten unbegründet ist. Und dann Rippchen meint so, ich bin Raucher. Und dann der Arzt sieht das ja gut, in dem Fall ist es nicht unbegründet. Und so Zeug ist einfach genial gewesen. Und auch dann
dieses Gespräch von Rippchen, Rippchen, wie gesagt, 1,75, 105 Kilo, Raucher. Dann zu mir sagt, ja, die wollen einem immer weismachen, dass man übergewichtig ist oder das Rauchen an dem Zeug schuld ist. Und ich denke mir so, Digga, du erzählst denen, dass dir die Rippen vom Husten gebrochen sind. Also. Wie auch immer, muss er wissen. Er muss zufrieden sein mit seinem Leben. Ich lebe auch nicht perfekt. Ich mache da keinem einen Vorwurf. Auf jeden Fall bin ich dann aufgewacht am Montag und gedacht, so, jetzt der erste Arzt, der hier reinkommt, der wird direkt beballert und gefragt, hey, hier kann ich nach Hause gehen, kein Bock mehr. Nichts. Kein Arzt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und dann irgendwann am Mittag um 2 Uhr, nein, nicht um 2 Uhr, was war noch? War es noch Vormittag? Na, so. Es war vorm Essen. Sagen wir um 11. Es war um 11. Um 11. Um 11 kam dann die Visite. Also ich nenne es mal Visite. Also ich, mein ganzes ärztliches Background-Wissen kommt aus Scrubs. Ich weiß nicht, ob ihr Scrubs kennt, aber Scrubs ist super. Und da haben sie immer Visite gemacht. Da sind immer so die Ärzte, der Oberarzt oder zwei Oberärzte und dann so der Rattenschwanz mit den Anfängern hinten dran. Und es war genau so an diesem Tag. Ne? Da kamen zwei Ärzte rein, also zwei, die ich schon als Ärzte gesehen habe. Und da hinten dran ein paar Pfleger oder ich weiß nicht, ob es auszubildende Ärzte waren. Ich weiß nicht, ob man das so unterscheidet oder ob man das so macht. Auf jeden Fall hat dann der Arzt hat den Zettel genommen, hat so gemeint, ja, das sieht alles gut aus. Wirklich was Sinnvolles gefunden haben sie nicht. Ein bisschen so Schleimhaut, Magenschleimhautentzündung, Gallenblase oder so irgendwas. Aber alles nicht so wild. Dafür habe ich auch keine Medikamente gekriegt. Also halt diesen Magenschutz. Und aus seiner Sicht, wenn es mir gut geht, so würde er sagen, kann ich eigentlich wieder nach Hause gehen. Dann kommt der Moment, wo einer von diesen Leuten, von diesen Anfängern, wer Scrubs kennt, ich nenne ihn gerne Doug, kommt dann und fragt, ja, wir könnten auch noch, und macht diese Bewegung so nach dem Motto, er deutet quasi damit eine Darmspiegelung an. Dann denke ich so, was ist mit dir verkehrt, Junge? Ich hasse dich. Und der Arzt schaut ihn dann auch so an und dann meint der Arzt so, ja, aber das wäre jetzt doch schon ein ziemlich weiter Weg von hinten in die Brust. Er sieht den Sinn darin direkt nicht. Und wenn ich das nicht unbedingt möchte, würde er davon jetzt, würde er das eher nicht machen. Dann habe ich gefragt, möchten Sie sich so? Nein? Na gut, sehen Sie, keiner möchte es, also lassen wir es. War noch mal eine sehr lustige Situation. Danach hat er gesagt, ja, eben um die Zeit darf ich nach Hause gehen. Und dann durfte ich gegen Abend nach Hause gehen. Und was ich dann am lächerlichsten fand, das Krankenhaus kann mich nicht krank schreiben. Es darf mich nicht krank schreiben oder es hat mich nicht krank geschrieben. Es darf mich sicher, aber sie haben einfach nur einen Wisch mitgegeben, mit dem ich zu meinem Hausarzt musste, der mich dann krank schreibt. Fun Fact, ich habe keinen Hausarzt, weil ich normal nie zu einem Arzt gehe. Ja, wirklich, ich habe keinen Hausarzt und ich musste so einen Zettel ausfüllen, wo ich den Hausarzt angeben sollte und ich habe halt geschrieben, ich habe keinen und mich hat jeder in diesem Krankenhaus, jeder, ich wette, es ist einfach nur ihr Job oder sie müssen es tun, aber jeder hat mich gefragt, wer mein Hausarzt ist und ja immer auch so teilweise so beiläufig im Gespräch, so nach dem Motto, er will uns nicht verraten, komm, wir locken es ihm raus. Ich denke mir so, Leute, es gibt keinen Grund für mich, euch anzulügen, ich habe keinen verdammten Hausarzt. Auf jeden Fall musste ich dann, als ich aus dem Krankenhaus draußen war, noch einen Arzt irgendwo suchen, der mich dann krank schreibt mit dem Wisch vom Krankenhaus. Ich meine, da war man 3 Tage im Krankenhaus und das Krankenhaus gibt einem keinen Wisch, dass man hier, dass man krank war. Oder es gibt einen Wisch, dass man krank war, aber keinen, den ich bei der Arbeit abgeben konnte. Nichtsdestotrotz, ich bin gut aus dem Krankenhaus rausgekommen, möchte auch mal allen Leuten danken, die in diesem Krankenhaus arbeiten, ganz besonders auch meiner Mutter, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Den Leuten, die mich besucht haben, auch von denen guckt eh keiner das Video. Und ja, ich glaube, es geht jetzt sicher ewig lang. Ich weiß nicht, ob es einer zu Ende geguckt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr sowas mögt, könnt ihr mal schreiben. Kann ich mal schauen, ob ich öfters ab und zu euch irgendeinen Scheiß erzähle. Und in dem Sinn wünsche ich euch gute Gesundheit und haut rein.